Im Jahre 2010 bin ich nach Wien umgezogen. In Wien bin ich zu einer internationalen Schule gegangen. Da begann ich die deutsche Sprache zu lernen und ich hatte 3 Deutschstunden in einer Woche. Früher wohnte ich in den Niederlanden und als ich zum Wien gekommen bin, konnte ich Niederländisch sprechen. Niederländisch sind ähnlich, deshalb konnte ich viele Wörter erkennen. Meine Freunde sprachen oft Deutsch miteinander und ich verstand sie fast nicht. Deshalb wollte ich Deutsch schneller lernen. Ich hörte die deutsche Sprache überall. Egal wo ich ging, lernte ich mehr Wörter und mehr von der Sprache. Als man in einem deutsch sprechenden Land wohnt, dann lernt man die deutsche Sprache schneller als jemand, der die deutsche Sprache nur in eine Deutschstunde hört. Neue Wörter, auch neue Kultur. Die österreichische Kultur war etwas Neues für mich. Die Architektur, die Musik und auch die traditionellen Speisen. In Wien wohnte die berühmte Komponisten Mozart, Strauss, Beethoven und viele mehr. Die Architektur in Wien ist auch sehr schön. Zum Beispiel der Stephansdom. In die Ferien bin ich oft in Österreich geblieben und meistens in Wien. Ich ging mit meinen Freunden in die Sommerferien schwimmen in die Alte Donau und für die Winterferien ging ich zum Beispiel Eislaufen oder Skifahren, aber Skifahren war nicht in Wien. Das hat mir auch geholfen, weil ich muss immer Deutsch sprechen. Zum Beispiel, als ich etwas kaufen wollte oder jemand etwas fragen wollte, dann musste ich Deutsch sprechen. Ich bin nach Polen umgezogen. Ich gehe in die Gymnasium in Pilgramsdorf und ich lerne noch Deutsch. Hier in Pilgramsdorf machen wir auch verschiedene Projekte für die Deutschstunde und hier ist ein kurzes Beispiel. Milena Solovia, herzlich willkommen zu meiner Show. Die Show heißt Milena und die Superstars. Meine Gäste für heute ist eine Sängerin. Herzliche Grüße! Hallo! Jetzt ist es anders, weil ich nicht so viel Kontakt mit der deutschen Sprache habe. Ich rede mit meinen Freunden in Polnisch, nicht in Deutsch. In die Deutschstunde lerne ich jetzt mehr Grammatik und das ist auch schwerer. Jetzt verstehe ich, dass Deutsch nicht nur über Sprechen ist. Es ist auch über Grammatik. Und das muss ich jetzt noch lernen.